Hallo meine Freunde, ich bin's, Franklin. Ey, das ist doch der Sohn von Michael, oder nicht? Ey, Leute, er will dieses Auto kaufen. Im Wert von mehrere $100.000. Dieses Geld hat er 100% nicht von Michael. Michael ist mein Freund, er hätte mir davon erzählt. Warte mal, ich muss mal zuhören. Boah, Verkäufer, du gehst mir langsam auf die Nerven. Das Auto ist übertrieben teuer. Woher soll man immer so viel Geld? Gegenfrage, was geht dich das an, hä? Also weil ich... Verkäufer, ich kauf diese Karre. Und den Audi da hinten, den kannst du mir gleich mit einpacken, hast du verstanden? Ja, okay, alles kein Problem. So, das bisschen zackig hier. Ja, genau, zackig, ja. Freund, ich muss ganz schnell zu Michael, ihm das alles erzählen. So, ja. Und meine kühle Limo hier. Ja. Oh, lecker. Michael! Hey, Michael! Hey, Franklin! Wie geht's dir? Alles okay bei dir? Siehst ein bisschen bedrückt aus. Komm, setz dich mal hin hier. Michael, mir geht's auch nicht so gut. Denn ich habe schlechte Neuigkeiten. Ach, Franklin. Schlechte Neuigkeiten verlangen einfach nach guten Lösungen. Und da bist du bei mir genau richtig. Pflanz dich mal hin, mein Freund. Okay. So, Franklin, was ist los? Was gibt's denn? Es geht um deinen Sohn Jimmy. Lass mich raten. Du hast ihm wieder eine krasse Uhr von dir ausgeliehen und er hat ihn wieder verloren. Leih ihm nichts mehr aus. Schön, wenn es nur das wäre. Ich war gerade im Autohaus, da habe ich gesehen, wie er zwei richtig krasse Sportwagen gekauft hat. Im Wert von mehrere $100.000 und Cash bezahlt hat. Und ich weiß, das Geld hat er nicht von dir. Ach, Franklin, Jimmy wollte diesen Verkäufer bestimmt nur hops nehmen. Irgend so ein Prank oder so ein Blödsinn. Das war kein Prank, das Geschäft wurde abgewickelt. Einen Moment mal, das Geschäft wurde abgewickelt? Bist du da ganz sicher? Ja, richtig sicher. Hä? Aber woher hat er denn auf einmal so viel Geld? Das frage ich mich auch. Ich vermute, dass er krumme Geschäfte macht. Verdammt! Der Junge macht krumme Geschäfte! Ich krieg gleich mal eine Krise! Das kann doch echt nicht wahr sein! Von wo soll er sonst das ganze Geld haben? Oh Mann, ich frage mich nur, was für illegale Geschäfte er macht! Franklin, was vermutest du? Michael, schwierig. Es kann alles Mögliche sein, nee, alles Mögliche. Er soll sich von sowas fernhalten. Ich will nicht, dass er diesen gleichen Weg geht wie wir beide. Hey Michael, ich habe da eine kleine Idee. Was hältst du davon, wenn wir Tony Fresh anrufen? Vielleicht hat er irgendetwas gehört, nee, das uns weiterhelfen kann. Ja, vielleicht kann er uns da irgendwo irgendwie helfen. Aber ich glaube, er wird richtig überrascht sein, wenn er hört, was los ist. Dass Jimmy einfach in diese Laden reingeht und Autos im Wert von mehreren $100.000 einfach so einkauft. Oh, ich raste aus. Er soll doch die Finger von sowas lassen. So ein Scheiß. Mensch, was soll das denn? Michael, beruhig dich. Bitte beruhig dich. Komm, wir rufen Tony Frisches einfach an. Franklin, können wir gleich machen. Hör gut zu. Ich werde jetzt erstmal kurz mal richtig krass ausrasten und dann rufen wir ihn an, okay? Hä? Kurz ausrasten? Was meinst du? So ein Scheiß hier! Was für krumme Geschäfte hier! Verdammte Scheiße! Nein, lass mich Ruhe! Lass mich! Michael, beruhig dich! Was beruhigen? Was beruhigen? Was beruhigen hier? So. Ja, das hat gut getan. Beruhig dich, Michael. Ja, Franklin, ich beruhig mich wieder. So, jetzt rufen wir mal hier Tony Fresh an und erzählen ihm den ganzen Schwachsinn. Ich hoffe, dass er uns irgendwie weiterhelfen kann. Das hoffe ich auch, man. Tony, geh ran, Tony. Hey, Michael, wie geht's dir? Alles okay bei dir? Hey, Tony, was machst du gerade? Hey, ich habe gerade ein bisschen Soundtuning gemacht. Warte mal, Michael, ich gebe mal ein bisschen Gas, dann zieh dir es mal rein jetzt hier. Oh, krass, richtig krass. Hey, der Sound ist heftig deftig. Kickdown! Michael, wieso fragst du, was ich gerade mache? Was ist los? Naja, Jimmy macht kriminelle Geschäfte. Was? Wie kommst du denn darauf? Vor ein paar Tagen war Franklin im Autohaus und hat er gesehen, wie Jimmy zwei krasse Waren gekauft hat, im Wert von mehreren $100.000 und er hat Cash bezahlt. Was, in Cash? Ja, er soll auch die Finger von sowas lassen. Hast du vielleicht eine Idee, was für Geschäfte er vielleicht macht? Ach
du Scheiße! Mir fällt da was gerade ein! Was meinst du, Toni? Ach du Scheiße! Toni, kannst du bitte ein bisschen genauer werden? Michael, letzten Winter habe ich Jimmy bei so einer Sache erwischt. Was denn da los? Hat er eine Spielothek neu aufgemacht? Leute, haltet euch von sowas fern! Ich zeig euch auch warum! Seht ihr diese ganzen Spielautomaten hier? Kumpel, lass mich in Ruhe! Freunde, diese Automaten haben nur ein Ziel, euch das Geld aus der Tasche zu ziehen, mehr nicht! Deshalb haltet euch immer fern von Spielotheken, von Alkohol, von Zigaretten und von Drogen! Hey, was soll das? Sei ruhig! Ein Lied! Merkt euch das, meine Freunde, das ist alles Schwachsinn hier! Alles Schwachsinn! Du hast voll die große Fresse! Komm mal auf ein Meter ran! So, ich werde jetzt erstmal deinen Stecker ziehen! Und zack! Ganz einfach. So, wem gehört diese Bude hier? Wer ist der Besitzer? Wer will es denn wissen? Toni Fresh! Ausrufezeichen! Boah, so hat sich noch niemand hier vorgestellt. Und jetzt stell dir mal vor, du hast mir immer noch nicht erzählt, wer der Besitzer ist. Okay, ich sag's dir. Aber sag ihm nicht, dass ich es dir gesagt habe. Das ist der Besitzer da hinten. Ah, das ist also dein Chef? Ja, genau. Warum nicht gleich so? Geht doch mit dir. Ich habe ein paar Stunden Feierabend. Wo kann ich dich denn finden? Wenn du mich finden willst, abonniere meinen Kanal, aktiviere die Glocke und lass einen Daumen hoch. So, und jetzt, hey Freundchen, warum hast du deine Spielautomaten nicht unter Kontrolle, hä? Hi, Toni. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Jimmy, seit wann hast du eine Spielothek? Hey, Toni, ich bin in einer Gang drin, die El Crassos. Und die Spielothek gehört uns. Was? Weiß dein Vater von diesem Schwachsinn? Bitte, bitte, sag's ihm nicht. Sag's nicht mein Vater, bitte. Unter einer Bedingung, Jimmy. Du hörst sofort mit dieser ganzen Scheiße auf hier, hast du verstanden? Boah, du bist der Beste. Danke, Toni, danke, Toni. Du wirst aus dieser Gang rausgehen und ansonsten auch keine Scheiße mehr bauen. Haben wir uns verstanden? Ja, Toni, wir haben uns verstanden. Ich hab dich nicht gehört. Ich will wissen, ob du mich verstanden hast. Ja. Lauter. Ich hab dich verstanden, Toni. Dankeschön. Ich will schon damit aufhören. Freunde, ich war gerade vielleicht ein bisschen zu hart zu Jimmy. Aber er muss begreifen, dass es nicht gut ist, in einer Gang zu sein. Und ich glaube, er hat's auch begriffen. Offensichtlich hat er das nicht begriffen. Du hättest mir davon erzählen sollen, Toni. Michael, du hast ja recht. Ich hab gedacht... Egal, was du gedacht hast. Egal, ob du richtig lagst oder falsch lagst. Du hättest mir davon erzählen sollen, Toni. Michael, du hast recht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ich glaub's nicht. Jimmy ist in einer Gang drinne und macht kriminelle Geschäfte. Michael, ich würde mal vorschlagen, dass du einfach mal mit Jimmy darüber redest. Ja, Michael, rede mit ihm einfach darüber. Das hatte ich eh vor. Heute Abend wird er wieder da sein. Und dann gibt's erstmal ein kleines Plöderschen. Freunde, unterstützt Michael, indem ihr einen Daumen hoch lässt. Junge, du machst krumme Geschäfte, nicht wahr? Hä, ich mach überhaupt keine krumme Geschäfte. Lüg mich nicht an! Dad, wie kommst du eigentlich drauf? Ich mach keine krumme Geschäfte. Du rückst jetzt mit der verdammten Wahrheit raus. Hast du mich verstanden? Das ist die Wahrheit. Franklin und Toni haben mir alles erzählt. Du machst krumme Geschäfte. Ich mach krumme Geschäfte. Ich mach kriminelle Geschäfte. Ich bin in einer Gang drinne. Endlich bist du mal ehrlich, Junge. Dad, du bist mein Vorbild. Lass den Finger von diesem Scheiß. Du weißt nicht, was du da tust. Und jetzt wiederhol, was ich dir beigebracht hab. Los! Männer ackern wie Blöde! Und? Männer sind furchtbar stark! Und? Männer bauen Rakete! Und? Männer machen alles ganz, ganz, ganz genau! Du hast es nicht vergessen! Nein, Dad! Ich habe es nicht vergessen! Und du hast ja recht! Dad, ich werde nur noch Gutes in mein Leben zulassen! Ich bin sehr stolz auf dich! Du musst nur noch diese Gang verlassen! Das werde ich tun, Dad! Kannst du mir dabei helfen? Natürlich kann ich dir dabei helfen! Danke, Dad! Danke! Natürlich! Und niemals anders! Meine Freunde, das war der erste Teil. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Fortsetzung dürft ihr nicht verpassen, denn die wird heftig deftig. Deshalb Abo hinterlassen, aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst und lasst einen Daumen hoch. Euer Freund Toni Fresh, meine Freunde.